Servus Konrad, herzliche Gratulation zu deinem Sieg hier beim Vertical Race. Ich erinnere mich dunkel, auch im letzten Jahr hast du schon den Titel des deutschen Meisters einheimsen können. Erzähl kurz, wie war das Rennen für dich? Ja, es war hart. Also, ich habe vor allem Angst gehabt vor dem ersten Teilstück, die flache Vorstraße. Das liegt mir nicht so. Da bin ich meistens die letzten Jahre schon immer abgehängt worden. Das ist relativ gut gegangen. Also, da bin ich an vierter Position in das steilere Stück gekommen. Und dann war die Spur relativ schwierig zum Gehen. Also, wenig Schnee, harter Untergrund, weiche Auflage. Und ich habe dann an die zwei jungen Spitzenreiter aufschließen können. Und habe es dann an der Verpflegungsstation überholen können. Und habe mich aber dann auch nicht richtig absetzen können. Und dann ist der Strobl Andi aufgekommen. Der hat mich dann in der Tragepassage nochmal überholt. Ich habe dann kurz vor dem Tunnel nochmal zurück überholen können. Und den knappen Vorsprung habe ich dann ins Ziel retten können dann. Hast du vorher damit gerechnet, dass Strobel, Andreas und auch der junge Toni Palzer dir so dicht auf den Fersen sind? Und bist du fit ins Rennen gegangen und wie hast du dich darauf vorbereitet? Ja, natürlich habe ich mit den beiden gerechnet. Die sind ja schon jeweils ins Seefeld gegangen und dann in der Wildschönau mit Top-Ergebnissen. Und für mich war es jetzt in der Saison das erste Rennen, da ist man ein bisschen unsicher, wie es dann wirklich läuft. Und von dem her habe ich jetzt nicht genau gewusst, wie es mir jetzt dann wirklich geht, aber im Nachhinein bin ich jetzt natürlich schon zufrieden dann. Wirst du auch beim Jännerstier starten und auch bei der Hochgrat-Skirallye? Und was rechnest du dir da aus? Natürlich werde ich jetzt da starten. Das sind ja die deutschen Rennen. Und ja, Jena ist jetzt im Februar erst, das ist jetzt noch Zeit hin. Muss man schauen, dann, wie sich die Form entwickelt und wie stark da die Konkurrenz ist. Aber natürlich möchte man da dann um den Sieg mitfighten dann. Bist du international auch nochmal dabei oder ist das Thema mittlerweile für dich abgehakt? Nein, also die Saison werde ich noch ein paar internationale Rennen gehen. Also jetzt in 2 Wochen ist der Einzelweltcup. Da werden wir an den Start gehen und mal schauen dann, wenn wir dann international noch einigermaßen dabei sind. Gut, dann viel Glück für alle Rennen und danke.